Der Gameplay-Trailer zur Verliebt-Erweiterung wurde frisch veröffentlicht, der zwar nichts bahnbrechend Neues, trotzdem aber nette Details gezeigt hat. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr auch auf die Erweiterung deutlich sparen. Da zahlt ihr dann nur 34,49 €. Link in der Beschreibung. In der ersten Szene gibt es direkt noch ein paar Einblicke in Ciudad Enamorada. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus mit den lila Bäumen. Okay, das ist hier wieder so ein Gameplay-Video, in dem diese Frau hier uns durch den Gameplay-Trailer führt. Ich muss ja sagen, dieses Bild sieht auf jeden Fall schon sehr modern aus. So ein bisschen Modern Art-mäßig. Also generell der ganze Vibe der Möbel, muss ich sagen, extrem geil. Also dieses Apartment hier sieht so wunderschön aus. Allein schon dieses Deko-Objekt hier, dieses Bild, was aber auch noch so 3D ist. Schauen wir mal weiter. Der Frau wird hier gerade ordentlich das Herz gebrochen. Das ist sehr traurig. Ach ja, aber diese neuen kleinen Elemente bei den Animationen finde ich ja eigentlich ganz nett. Also im Hintergrund allein schon, die Deko ist diesmal wirklich sehr extravagant, kann man gar nicht sagen. Das Sofa gefällt mir sehr gut. Jetzt sehen wir nochmal die neue Dating-App Amors Ecke. Das neue Merkmal Liebescheu. Bin ich immer noch gespannt, wie sich das dann von den bereits vorhandenen Merkmalen so absetzt. Ob die Entwickler da hoffentlich auch eine richtige Differenzierung eingebaut haben. Ah, ich frage mich gerade, gibt es dann auch neue Posen, beziehungsweise ist das jetzt hier so eine Trailer-Sache, dass der Sim explizit mit diesem Deko-Objekt hier postet? Das hatten wir schon so. Oder ist es dann wirklich im Spiel möglich, dass wir mit der Kamera neue Optionen bekommen, dann auch mit anderen Gegenständen zu posen? Zum Beispiel mit dem Fisch hier, wie es die Sim-Dame hier macht, geht es ja im Spiel aktuell auch noch nicht. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, auch interface-mäßig gibt es hier was zu sehen, und zwar das neue Ereignis bzw. Dateplan. Es gibt drei verschiedene Typen davon und ich muss sagen, da habe ich sehr große Hochzeitsgeschichten-Vibes. Dieses Deko-Objekt hier sieht so toll aus, das hätte ich in meiner Wohnung auch gerne. Und die Pflanze ist mega. Für alle, die es interessiert, man sieht hier schon das Weltensymbol. Ist ja für manche irgendwie auch noch ganz wichtig. Und neue Aktivitäten, da lächelt mich dann das System aus Jahreszeiten und glaube ich auch aus meiner Hochzeitsgeschichten wieder an. Und das ist jetzt wieder so eine Sache, wo die Entwickler so eine Benutzeroberfläche dafür gebastelt haben, um das quasi dem Spieler zu visualisieren. Aber ich weiß nicht, ob das so nötig ist im Detail. Diese Essensstände wissen wir schon, dass die länger offen haben werden. Das ist ganz cool als die bereits vorhandenen. Die beiden Sims sind hier im Gym, wo man wohl ebenfalls sein Date abhalten kann. Finde ich persönlich ja sehr spannend. Man sieht hier im Hintergrund so eine Bahndekoration. Die ist auf jeden Fall ganz cool. Okay, das ist schon witzig, dass man jetzt seine eigene Mutter hier zum Date mitbringen kann. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ja, Verabredungen können auch nicht so gut laufen. Das finde ich dann ganz witzig. Der Upturner ist hier natürlich definitiv, dass der Sim nicht so gerne schlechte Manieren beim anderen Partner-Sim haben möchte. Und auch hier körperliche Nähe so schnell beim ersten Date kann auch zu was Negativem führen. Wir haben, so wie es scheint, jetzt auch hier wieder eine Möglichkeit, so ein Picknick abzuhalten. Das ist ganz nett. Und, okay, der Klassiker, cool, dass sie das mit reingebracht haben, die Möglichkeit, das erste Date auch mit einer telefonischen Ausrede zu beenden. Das soll auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen sein, auch mit dieser Animation, wie sie da so zum Abschied winkt, ist auf jeden Fall ganz witzig. Okay, die Sims hier verstehen sich dann schon umso besser. Man sieht auch hier, auf dem Screenshot hat man das auch gesehen, das wird dann auch immer angezeigt, was genau die Sims so als An- und Abturner beim anderen sehen. Und was auch noch neu ist, scheint so zu sein, dass ähnlich wie die Frösche jetzt auch Axolotls oder wie auch immer die genau heißen, gesammelt werden können. Ach ja, die Sims mögen sich so gerne, dass sie jetzt hier auch in der Anwesenheit von anderen Sims rummachen. Auf jeden Fall auch wieder so eine lustige Trailer-Geschichte hier. Ja, die verstehen sich schon besser. Unterwäsche darstellen oder normale Kleidung? Die soll hier wohl scheinbar in Rot sein. Also man kann auch farbenmäßig dann relativ viel customizen. Was ich ein bisschen schade finde, bis jetzt hat man, finde ich, noch nicht wirklich viel Neues gesehen, gameplay-mäßig. Da scheint also wirklich nicht so viel dabei zu sein von dem, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Wir sind bei den Pancakes und wie man schon sieht, das hier ist dann dieses neue
Verbindungssymbol. Das gibt's dann ja in Ergänzung zum normalen Romantikbalken, den wir so im Spiel haben. Ja, der Alltag kann dann auch manchmal relativ langweilig werden. Es gibt eine romantische Wiedergutmachverabredung. Okay, das ist ganz cool. Die Sims können hier scheinbar sich hier so Mundwasser reinsprühen, um vielleicht ein bisschen besser zu riechen. Und was? Okay, es gibt wohl Liebeshotels. Das war eindeutig ein Rabbit Hole, erkennbar daran, dass die Sims hier im Trailer unsichtbar werden, ausfaden und man nicht in die Fenster reingucken kann. Immer ein ganz gutes Indiz. Finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Da kann man dann wohl auch über Nacht bleiben. Die Animationen sind mal wieder sehr cool. So, dann sehen wir noch ein paar andere Situationen. Und what? Was war das gerade hier? Genau jetzt in dem Moment habe ich hier vor Schreck aus Versehen weggescrollt. Ganz kurz hier noch das Schoko-Obst, das runterfällt. Kann natürlich auch fehlen. Und diese Animation, diese neuen Outfits hier sind natürlich extrem spicy. Krass. Das sind hier ja schon fast so, ich sag jetzt einfach mal Fetischmasken hier. Das ist sehr spannend. Auch im Hintergrund wieder sehr bunte, extravagante Deko. Okay, und die Sims spielen hier wohl ein Kartenspiel, um ihr Liebesleben ein bisschen aufzupeppen. Auch ein ganz lustiges Detail, ebenfalls neu. Jetzt sieht man nochmal das Techtelmechtel hier in dieser Decke, wo die Sims immer aussehen wie so ein zusammengerolltes Dürüm einfach. Ja, die beiden Sims haben sich hier vor dem Brunnen kennengelernt. Ich finde ja immer noch dieses Mauer-Deko-Objekt echt cool. Zieht los und folgt eurem Herzen. Und damit wären wir auch am Ende des Trailers angekommen. Natürlich wieder sehr süß gemacht, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt vielleicht doch erhofft, dass wir noch so das ein oder andere kleine Detail sehen, aber vermutlich wissen wir mehr oder weniger schon alles jetzt über dieses Pack, zumindest featuremäßig. Jetzt noch mehr zum kommenden Gratis-Update. Da wurde vom Simmer Turbo Driver veröffentlicht, dass dieses am 23. Juli, also übernächste Woche Dienstag, erscheinen wird. Und der Entwickler-Livestream, in dem zu verliebt nochmal genauer gezeigt wird, wird am 18. Juli stattfinden, also nächste Woche Donnerstag. Abonniert unbedingt meinen Kanal, um die Stream-Zusammenfassung dann nicht zu verpassen. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.